Willkommen wieder einmal aus den salzigen Hallen von Toms Korallen. 5 Euro ins Phrasenschwein. Das Becken da hinten, ja, mein großes LPS-Becken, das hat es mal wieder verdient, begutachtet zu werden. Und ich schnapp mir mal die Kamera und laufe mit euch rum und zeig euch mal, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ja, wenn wir uns das Becken insgesamt angucken, dann sehen wir, dass es schon ganz gut zugewachsen ist. Auf der rechten Seite, da ist ein Ast, der ist voll mit Gonios. Und in der Mitte, auf dieser hohen Säule, die da ist, da habe ich dann doch ein paar SPS eingesetzt. Und zwar habe ich drüben in den anderen Anlagen, ich kann es nicht genau sagen, woran es liegt, aber da habe ich Probleme, Montiporen zu halten. Und hier mit dem etwas wenigeren Licht, und weil hier hängen zwei Straton Flex drüber und die laufen auch nur auf, ich glaube, ich habe es inzwischen auf 60% hoch, habe ich auf Höhe der SPS so ungefähr 150 Paar. Für die Montis ist das genug. Und die Anacroporen, die fühlen sich da auch sehr wohl. Insgesamt muss man bei dem Becken sagen, es hat einen höheren Nährstoffgehalt als jetzt die SPS-Anlagen oder als das, was wir in den SPS-Anlagen anstreben. Warum sage ich das so? Weil in meinem großen Schaubecken, da habe ich gerade einen Phosphatgehalt von über 0,1. Der muss jetzt mal wieder gedrückt werden. Und das ist hier, ist es eben noch extremer. Hier fahre ich einen Phosphat von 0,3 und also jetzt eher so unabsichtlich. Der ist so hochgegangen durch die starke Fütterung. Und ein Nitrat von, ich glaube, 18 ist es jetzt. Das kommt eben daher, hier geht relativ viel Futter rein, die Korallen nehmen das Futter auf. Die Nährstoffe werden dann aber nicht so stark wie drüben, wo deutlich mehr Zugsantellen und schnell wachsendere Korallen am Start sind, werden die Nährstoffe hier nicht so schnell verstoffwechselt. Deswegen reichern die sich hier an. Die Korallen, die hier drin sind, die juckt das aber auch nicht so. Also man sagt ja, LPS, die mögen das sogar eher noch. Eigentlich ist es ganz schön zu sehen, wie die Gonioporen hier auffächern, wie schön die aufmachen und das, obwohl hier gar nicht so viel Strömung drin ist. Ich habe hier nur zwei, was sind das? Gebau SLB30. Naja, eben die Dinger, die da an der Wand hängen, ne? Diese flachen, diese Nero-Nachbauten. Davon sind hier zwei drin, ansonsten geht das über die Rückförderpumpe, die macht so ungefähr 5000 Liter pro Stunde hier rein. Und das reicht aus, um dieses Becken voll zu beströmen. Neben den Gonioporen, die ein absolutes Highlight dieses Beckens darstellen, ist auch eine kleine Euphilia-Insel da. Ich bin, was Euphilien angeht, inzwischen so ein bisschen zurückhaltender geworden, weil die Brown Jelly hat auch vor mir nicht Halt gemacht. Also drüben in der, im Ablegerbecken, da sind immer mal wieder Tiere abgeflogen. Hier habe ich Glück gehabt. Also die Euphis, die hier drin stehen, hier vorne die große, das ist eine, Holy Grail US Style. Also das ist so eine Fake Holy, die ist nicht ganz so stark durchgefärbt. New York Knicks haben was, Rastas sind drin und eine Dragon Soul. So, jetzt haben wir das. Aber wie gesagt, an den Euphis habe ich nicht mehr ganz so viele Aktien. Das können andere Leute besser, die sollen das machen. Es kommen zwar gerade wieder welche rein, aber nur so ein paar, ganz paar, weil ein Kumpel welche haben wollte und weil ich das hier nochmal ein bisschen aufpeppen wollte, aber sonst hole ich nicht mehr groß Euphilien hier rein. Auch von hier aus sehen wir die Cutter ganz gut. Hier ist eine Cutter, die hat auch den schönen Namen Raster Cutter. Das Raster bedeutet hier, dass sie unterschiedlich ausgefärbte Spitzen hat, beziehungsweise sie hat eine dunkle Grundfärbung und dann einen Grünverlauf in den Tipps mit einem gelben Nippel drauf. Ist ganz geil, ist mal was anderes. Und ansonsten absoluter Hingucker, wenn man reinkommt. Wer es kennt, der sieht sie gleich, das ist die große Bugatti. Ja, groß liegt im Auge des Betrachters, aber von denen, die ich hier habe, ist es auf jeden Fall eine größere. Michael hat sich da kaputt gelacht und meinte, ey, wie willst du denn die bewirtschaften, wie willst du denn da was abschneiden? Tja, Leute, gar nicht. Das ist meine Bestands-Bugatti und das bleibt auch meine Bestands-Bugatti, weil für Ableger habe ich drüben eine andere. Die muss noch ein bisschen wachsen, dann kann ich da auch mal wieder Ableger von machen. Aber die hier, die darf da so bleiben, wie sie ist. Und ist ganz cool mit der Charlies, die daneben ist, fällt gerade der Name nicht ein, aber die ist auch ganz hübsch und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass sich die beiden in die Quere kommen, aber sie überwachsen sich einfach. Die Bugatti schiebt, und glücklicherweise tut es die Bugatti, weil die ist deutlich wertiger als die andere, die Bugatti schiebt einfach ihr Gewebe über die andere Koralle drüber, aber sie vernässeln sich nicht, sie bekriegen sich nicht, von daher alles schicki.
Noch ein Element dieses Aquariums sind Gorgonien. Ich habe hier lilane Gorgonien mit nicht ganz transparenten, aber so helleren Polypen drauf. Die wir hier sehen, die hat ein bisschen weniger Polypen, wodurch man das lilane Gewebe ganz gut sieht. Die habe ich schon seit Ewigkeiten. Die habe ich von Michael Drevnik aus Königsbrunn, ja, King's Fountain Reef auf Insta, wenn er den sucht. Von dem habe ich die. Und die waren nämlich mal, er und Fredo, Grüße an euch, die waren mich mal vor x Jahren in Berlin besuchen und da haben die mir die mitgebracht. Und das ist eine, auf die bin ich schon seit ganz, ganz langer Zeit scharf gewesen. Und das ist jetzt so ein Stückchen, was ich hier gerettet habe und es kommt wieder zu sich und sie wächst und ich finde sie einfach nur geil. Und so sind hier auch noch mehr Gorgonien drin, das gehört hier mit zu diesem Becken. Einfach ein anderer Setup als so die SPS-Becken, die man kennt. Tja, mit Perfektion ist es bei mir nicht ganz so weit hin. Der Boden ist schon wieder einigermaßen zugekrustet. Da liegen Fungias rum, die kein anderes Zuhause gefunden haben. Da sind Weichkorallen, da ist noch eine riesige Gorgonie, auch von zu Hause, die ich hier irgendwo zwischengelagert habe. Und es wächst einfach alles vor sich hin. Die muss ich da unten mal rausnehmen, mal gucken, ob ich da noch ein anderes Zuhause für finde. Aber schauen wir mal. Generell ist der Eindruck dieses Beckens halt, also ich finde es geil. Es ist Pflegeaufwand technisch, die Leute fragen, kommst du dann da unten auf den Boden? Sag ich, nö, 90 cm Beckenhöhe, das ist halt nicht so einfach, aber durch den Besatz, der hier drin ist, muss ich halt auch nicht so oft runter. Und zur Not, mit der Eheim-Zange kann man hier fast alles machen. Der Boden ist nicht ganz sauber. Ich kann nicht genau sagen, warum. Es sind immer mal wieder ein bisschen Kieselalgen da, es sind immer mal wieder ein bisschen Dinoflagellaten da. Es sind Cyanus, zum Glück Cyanus nur ganz wenig. Es sind ein paar Strombus drin, die kümmern sich um das, was da auf dem Boden los ist. Ganz schaffen sie es nicht. Aber es ist auch nicht so viel, dass es mich jetzt juckt. Wisst ihr, bevor ich mir durch irgendwelche Chemie die Biologie auf dem Bodengrund zerstöre oder irgendwas anderes zerbombe, ja, dann lasse ich das einfach mal laufen und gucke, dass es sich halt irgendwo, also solange sich das irgendwie in Grenzen hält, mache ich da nichts. Das war's auch schon von meiner Seite. Wenn ihr noch eine Idee habt, was man hier mit reinsetzen könnte, dann schreibt das mal in die Kommentare. Da bin ich echt gespannt. Vielleicht inspiriert mich das ja noch, das ein oder andere Tierchen hier mit zuzupacken. Also, bis demnächst. Schöne Grüße und wir sehen uns.